Wir bauen für die Zukunft. Unter diesem Leitsatz steht der Umbau und die Erweiterung des GZ-Hospital Witzigen. Am Mittwoch, 28. März 2018, hat der Spatenstich für das Grossbauprojekt stattgefunden. Trotz kühlen Temperaturen und permanentem Regen haben sich gegen 80 Gäste für den feierlichen Anlass auf dem Gelände des GZ eingefunden. Heute das Bauvorhaben, das hat uns bekanntlich schon mehrere Jahre beschäftigt, aber es wird uns auch noch mehrere Jahre beschäftigen. Und darum sind wir heute stolz, den Spaten dürfen zu benutzen und den so als Zeichen zu setzen, der Um- und Erweiterungsbau vom GZ-Hospital Wetzikon beginnt, wie man so will, heute. Steiner ist stolz, heute mit euch da das Fundament für das Spital zu legen. Herr Thiessen, Sie sind quasi der oberste Manager von dem ganzen Bau. Es ist eine riesige Sache. Was ist die grösste Herausforderung an dem ganzen Bauvorhaben? Die grösste Herausforderung ist sicher, den ganzen Baubetrieb und den Betrieb des Spitals unter einen Hut zu bringen. Man hat während dem Bau verursacht man sehr viel Lärm, sehr viele Auswirkungen auf den Betrieb. Gibt es da eine Art ein Geheimrezept, wie man eine Baustelle an einem laufenden Betrieb vorbeibringt, möglichst reibungsfrei? Ein grosses Schlüsselelement liegt sicher in der Kommunikation, in der Information, dass man den Betrieb kann informieren kann, aber auch die Nutzer ins Boot holen, sie einbinden im Prozess. Und das Wichtigste ist sicher immer die Kommunikation und die Abstimmung zwischen den verschiedenen Parteien. Herr Spielmann, heute Spatenstich zum Umbau und zur Erweiterung des GZ-Hospital. Das heisst unter anderem auch neue Arbeitsplätze für fast 1'000 Mitarbeitende. Freuen Sie sich? Ja, selbstverständlich. Jetzt hat man jahrelang geplant, umgeplant und nochmal geplant. Und jetzt geht es endlich richtig los. Und das ist schon ein Ereignis, das mit grosser Anerkennung gefeiert werden soll. Was wird zum Beispiel besser oder einfacher nachher für die Mitarbeiter? Die Bettenstationen sind zum Beispiel jetzt auf 8 Stockwerke verteilt. Die sind nicht durchlässig. Die sind nachher auf einem Boden, also ein Stockwerk, wo nur Bettenstationen sind, sind durchlässig. Es ist viel einfacher zum Arbeiten. Bringt die ganze Bauerei letztlich auch eine bessere Medizin? Ich glaube, Medizin wird gemacht von den Menschen, die am Patienten arbeiten. Aber die Infrastruktur und die Technologie, die man dazu braucht, die ist ganz klar darauf angewiesen, dass man die entsprechenden Strukturen zur Verfügung hat. Also dazu gehört natürlich auch ein modern eingerichtetes und ausgebautes Spital. Unser Ziel ist, dass wir die Patienten über die nächsten 7 Jahre so versorgen und führen können, dass sie eigentlich keine Veränderungen merken. Welche strategische Bedeutung hat jetzt so ein Bau? Es ist ja, man kann sagen, eigentlich nur ein weiterer Bau bei einem Spital. Das hat natürlich schon eine herausragende Bedeutung für das Zürcher Oberland. Auf der einen Seite geht es darum, dass man Grundversorgung mit der nötigen modernen Infrastruktur gewährleisten will. Auf der anderen Seite geht es auch darum, dass man natürlich für die Mitarbeitenden die Arbeitsbedingungen verbessern will. Und auf der strategischen Seite glaube ich, dass die regionale Gesundheitsversorgung ganz eine entscheidende Bedeutung hat. Jetzt gibt es ja Leute, die sagen, das ist ja verrückt, da baut man etwas Grosses, das viel kostet. Dabei wären wir in einer halben Stunde in Zürich, wo es mehrere grosse, auch gute Spitäler gibt. Was sagt man da als Verwaltungsratspräsident von einem Regionalspital dazu? Ich glaube, beide Spitäler haben ihre Bedeutung. Das USZ, das jetzt angesprochen ist, und mehr. Es geht darum, dass man eine saubere Triage macht. Und ich glaube, dass die Bedeutung von einer medizinischen Grundversorgung vor Ort immer noch sehr wertvoll ist für die Bevölkerung und deren Wohl sehr gross ist. Und dass ein USZ, das auch schon aus allen Nöten platzt, durchaus dann kann für spezialisierte Eingriffe und Behandlungen zur Verfügung stehen. Das GZ hat eine sehr grosse Bedeutung. Es ist der grösste Arbeitgeber hier in der Region und für uns natürlich in dem Sinn sehr wichtig. Wir von Wetzikon werden auch selbstverständlich uns einsetzen, dass das so bleiben kann.
Das Hochhaus ist ein architektonischer Zeitzeuge aus den 70er Jahren. Das ist auch der Grund, wieso man an diesem Hochhaus festhalten. Es gehört einfach zu Wetzikon. Anfang April fangen die Vorbereitungsarbeiten für die Tiefbauarbeiten an. Anschliessend wird das Bauprojekt während 7 Jahren Etappe für Etappe realisiert. Wer auf dem Laufenden bleiben findet im Blog auf der Webseite www.gzo-bau.ch immer die aktuellsten Informationen.